mit Strong Enough auf Radio Wien, 9.45 Uhr, 9:45, 9:45 am Freitag, am 1. Mai, Tag der Arbeit. Und das ist auch ein ganz gut gewählter Zeitpunkt für eine Preisverleihung, die heute Abend im Radiokulturhaus stattfindet. Nicht die Helden der Arbeit, aber sozusagen die Helden des Alltags werden dort prämiert. Und zwar Sozialprojekte, die sich ganz besonders hervorgetan haben im letzten Jahr. Die sogenannte Sozialmarie wird nämlich verliehen. Zahlreiche Projekte wurden eingereicht. Eines davon wollen wir Ihnen heute vorstellen. Es ist das Drogenaufklärungsprojekt Getaway. Da halten ehemalige Drogensüchtige Vorträge und möchten mit ihren dramatischen Geschichten vor allem Jugendliche vor Drogen warnen. Gegründet wurde dieses Projekt von der heute 25-jährigen Nadja, die selbst jahrelang drogenabhängig war und nun andere von ihrer Sucht befreien und bewahren will. Johanna Pukowski hat sich mit ihr getroffen. Nadja sitzt neben der Karlskirche auf der Mauer. Eine hübsche junge Frau, schwarz gekleidet, große trendige Sonnenbrille. Wenn man sie heute sieht, würde man nie ahnen, dass sie als Jugendliche nur wenige Meter entfernt am Karlsplatz tagtäglich Drogen genommen hat. In die Drogenszene ist sie einfach hineingerutscht. Bei mir war es einfach die pure Neugier und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich gehöre nirgendwo dazu. Nirgendwo. Und ich habe mir gedacht, na, da gehöre ich dann irgendwo dazu und ach, das ist alles so eine eingeschworene Gemeinde. Dass das nicht so ist, das habe ich dann nachher herausgefunden. Bis ich gemerkt habe, dass ich süchtig bin, da war es schon relativ spät. Kokain, Heroin, Tabletten, Valium. Sie probiert alles aus. Mit jeder Fahrt zum Karlsplatz rutscht sie weiter ab, bis sie fast an einer Überdosis stirbt. Das war bei Freunden in der Wohnung. Es war aber dann so, dass mir die nicht wirklich geholfen haben, sondern sich gedacht haben, oh, die stirbt bei mir in der Wohnung ganz schlecht und haben mich dann eben alle mit vereinten Kräften auf die Marilferstraße abgelegt. Wo ich dann echt Glück hatte, dass da noch ein Krankenwagen vorbeikommt, aber so genau kann ich mich dann nicht mehr erinnern, wie schnell das ging oder so. Es war einfach nur erschreckend. So erschreckend, dass sie einen Schlussstrich ziehen wollte. Sie wusste nun, dass es so nicht weitergehen kann, dass die Drogen sie zerstören. Sie war am Ende, wollte den Entzug und den Ausstieg aus der Drogenszene. Weil ich nicht mehr konnte und nicht mehr wollte und ich mir überlegt habe, entweder ich sterbe jetzt, also ich bringe mich um oder ich lasse es. Und eigentlich habe ich noch so viele Ziele und Pläne gehabt, dass ich mir gedacht, nein, also umbringen, ich will eigentlich schon leben und dann habe ich den Entzug auch geschafft. Heute, 7 Jahre später, ist sie noch immer clean und will gemeinsam mit 2 anderen ehemaligen Süchtigen Jugendliche mit ihren Vorträgen warnen. Ohne erhobenen Zeigefinger, ohne Klischees erzählen sie ihre persönlichen Geschichten. Wir wissen, wie es ungefähr im Inneren der Sucht ausschaut. Natürlich ist das auch bei jedem anders, aber wir können einfach das sagen, wie unsere Erfahrungen waren. Wie es am Anfang war, wie wir hineingekommen sind, wie wir rausgekommen sind, wie es uns jetzt damit geht, was ja besonders wichtig ist. Nadja hat es geschafft. Von der Drogenhölle am Karlsplatz zurück in ein normales Leben. Jetzt gibt sie ihre Erfahrungen an junge Menschen weiter, damit sich diese gegen Drogen entscheiden. Das Projekt Getaway, neben einigen anderen Projekten, auch nominiert für die sogenannte Sozialmarie, die heute im Radiokulturhaus in der Argentinerstraße 30a vergeben wird. Alle Informationen zu diesem Projekt zur Verleihung erhalten Sie beim Radio Wien Servicetelefon unter 89 9 953. Radio Wien am Feiertag.